noch ein paar leere Flecken frei, wo ihr dann sitzen könnt. Hey, wir wollen euch ganz herzlich zum Youth Planet, zu der In Youth Planet begrüßen. Ich bin Fiona, das ist Gina. Und wir haben noch ein besonderes Willkommen für all die Leute, die neu vom 180 aufgekommen sind. Und hey, ich habe gehört, es hat 30 Leute vom ICF Chur da. That's so nice, so gut. Herzlich willkommen auch an euch. Ja, und natürlich all die, die online sind, ist natürlich auch herzlich willkommen. Hey, so genial, Fiona. Wenn ich hier in den Raum schaue, sehe ich so viele Menschen, so viele neue Gesichter. Und ich bin so begeistert, dass ihr euch entschieden habt, um hier hinzukommen, nicht in den Ausgang zu gehen. Und genau das ist der Youth Planet. Wir als Youth Planet sind die Youth Church vom ICF. Und wir lieben es, eine Gemeinschaft zu haben, wie ihr hier seht. Wir lieben es, unseren Gott anbeten, ihm näher kommen, ihm zu begegnen. Und für das gehen wir am Samstag. Und Gina, was ist für die Leute, die neu da sind? Genau, für euch, die neu da sind, zum ersten Mal da sind. Ich könnte dort hinten, hat es Leute, die euch schon begrüßt haben, unsere Welcomers. Und auf die dürfen ihr zugehen, die Bändchen auch. Wenn ihr neu da seid, könnt ihr mit ihnen zusammen an die Bar gehen und wir müssen euch einen Gratis-Drink spendieren. Also es lohnt sich in dem Fall. Und hey, bevor wir jetzt in den Abend starten und in Worship gehen, dürft ihr jetzt alle mal aufstehen. Gut, und wir kommen zu unserer allbekannten Connecting Time. Und zwar habt ihr 2 Minuten Zeit, zu mit einer Person reden, die ihr noch nicht so gut kennt. Der Gesprächsstoff von heute ist das Highlight von deiner Woche. Stellen und sagen, wie gut er ist. Und darum möchte ich euch herausfordern, zu jetzt einfach mit mir worshipen und ihm alles geben, was wir haben, weil er hat sowas für verdient. Sind ihr bereit? Okay, kommen wir führen. I found perspective in the best and worst days of this life. You were always on my side. You're in the pain, you're in the promise. Finds my faith.
If it did it before, it can do it again. So I trust it with what comes next. Cause my hindsight says I can count on this. My style. Da bist. Danke, dass wir uns nach dir ausstrecken dürfen. Danke, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Jesus, du bist willkommen heute Abend. Bist du unser Mittelpunkt. Da ist mein Herz, es gehört nur dir. Mir auf den Händen stand mir vor dir. Lass alles los, du hilfst in mir. Ich auf festem Grund, du bist und bleibst mein Zufluchtsort. Und was auch immer noch wird geschehen, ich wähle deine Gegenwart. Deine Liebe wird bestehen. Ich auf festem Grund, du bist.
stand mich auf festem Grund. Du bist und bleibst mein Zufluchtsort. Und was auch immer noch geschieht, ich wähle deine Gegenwart. Deine Liebe bleibt Jesus, danke für diesen Moment. Danke, sind wir da, das ganze Kille und unsere Augen sind gerichtet auf dich. Auf deine Kraft, auf deine Gegenwart. Du bist König und das ist unsere Anbetung, das sind unsere Worte. Danke, Jesus. Was wir können, ist mit unserem Wort bekennen, was unser Herz glaubt, Jesus. Und das machen wir heute Abend da. Indem wir schon da sind, beweist, dass wir uns ausrichten wollen nach dir, Jesus. Wir haben einen Hunger nach dir. Und das ist unsere Anbetung für dich, Jesus. Danke, dass du heute Abend unsere Herzen ausrichtest nach dir, dass wir bereit sind für dein Reden. Und für das, was du heute Abend willst tun. In uns, durch uns, für uns. Ich möchte dich bitten, deine Hand auf dein Herz legen. Das ist gerade da ganz praktisch. Und einfach sagen, Heiliger Geist, du bist willkommen. Jesus, du bist willkommen. Jesus, red du heute zu mir. Heiliger Geist, lass mich verstehen. Amen. Komm, wir geben Jesus einen Applaus, während du abhockst. So gut. Hey, nehmt doch Platz für die nächsten Augenblicke. Hey, ich freue mich, heute da zu sein. Tja, meine Stimme kommt und geht. Ich freue mich, heute da zu sein. Danke, Levi. Danke. Und zu euch reden über Kraft von der Gegenwart Gottes. Und wie ist es zu dem gekommen? Ich liebe es, wie Gott einfach so klar ist, so nice. Ich habe in der Sommerferien gewusst, ich habe eine Open-Topic-Message am 3. September oder 10. September hat gesagt, Gott, über was soll ich reden? Was braucht der Youth Planet? Er hat gesagt, rede über meine Gegenwart. Ich sage, also gut, ich mache es. Und vor 2 Wochen habe ich gedacht, ich weiß noch nicht, was ich über diese Gegenwart erzählen soll. Es ist so allumfassend, so viel. Und ich möchte über die Gegenwart reden, wie sie uns kann verändern als Youth Planet. Aber auch in dieser Gegenwart passiert so viel. Und im Camp sind wir vielleicht dabei gewesen, wie sie irgendjemand in dieser Gegenwart erlebt hat. Livia, die letzte Woche ihr Testimony erzählt hat, wie sie frei geworden ist. Letzte Woche auch in der Gegenwart Gottes haben sich wieder Sachen manifestiert. Und vielleicht bist du da gewesen und bist du da und merkst, oh crazy, das ist ja viel echter, realer, als ich denke, das Ganze mit dieser unsichtbaren Welt, mit dem Kampf um uns herum, das ist viel echter. Und darum möchte ich uns heute Abend einfach mitnehmen in eine Ausrüstung. Also das, was du heute Abend überkommst, soll eine Predigt sein, die du einfach nehmen und wissen, oh wow, ich bin auf der Siegerseite, ich bin ausgerüstet, ich habe alles, was ich brauche, um einfach bestehen in dem Leben mit Jesus. Ich möchte am Anfang beten, bevor wir dann ins Schwärmen reinkommen von Jesus. Genau. Jesus, wir sind da heute Abend. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erde. Danke, brauchst du meine Worte heute Abend. Danke, Jesus, dass du zwischen den Zielen redest, das, was du musst reden. Aber auch klar, dass du aufs Herz legst, das, was du aufs Herz legen willst, Jesus. Wir unterstellen uns deinen Plan heute Abend. Danke, bist du unser König. Amen. Hey, ja, Jesus ist einfach gut. Und als er auf dieser Welt war, hat er seine Jünger befähigt, um ihn ähnlicher zu werden. Und das hat er gemacht in der Kraft und in der Autorität von seinem Vater. Und ich möchte heute Abend zuerst einfach mal schwärmen über die Gegenwart von diesem Vater. Und du darfst jetzt gerade am Anfang dein Handy führen, weil du musst mir helfen zu schwärmen. Und zwar haben wir einen QR-Code und ein Slido, wenn das funktioniert. Und meine Frage, die ich dir stellen möchte, ist, genau, wenn ihr schafft, den QR-Code, was bewirkt Gegenwart Gottes? Oder was passiert in dieser Gegenwart Gottes? Braucht bitte ein paar Schlagwörter.
Sorry? Meine Flasche ist im Weg. Alles gut. Sorry, Bro. Gerade tragt euch ein, was bewirkt. Funktioniert es? Der Link, der QR-Code. Funktioniert, oder? Oh, come on. Genau, ich gebe noch ein paar Sekunden. Oh, come on. Seht ihr, so muss ich auf die Seite stehen. Ich lese mal vor. Gegenwart Gottes bewirkt Freiheit, Freude, Wunder, Ruhe, Sicherheit, Veränderung, Befreiung, Zuflucht, Power, Gesundheit, Erkenntnis, Safety, Segen, Veränderung, Zuversicht, Intimität, Gesundheit, Ruhe, Heilung, Heilung, ja, von Vollkommenheit, Nächstenliebe, Kraft, Liebe, ein Frosch, ein Herz, was das immer heisst. Ich liebe es. Das sind eigentlich genau die Sachen, die ich gesucht habe. Also Gegenwart Gottes bewirkt, wie der Herstellung, es schafft Leben. Es schafft Annahme, Gelassenheit, Safety, Glück, Power, Intimität. Was Gegenwart Gottes auch macht, das ist jetzt da, glaube ich, nicht passiert, was es bedeutet, es trennt. Was die Gegenwart Gottes ganz klar macht, es trennt Gut und Böse. Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ja, und wenn wir heute über die Gegenwart Gottes reden, schaut es euch nochmal an, dann möchte ich euch fragen, gibt es etwas, was vergleichbar ist mit dem? Das ist vielleicht eine Fanfrage. Gibt es etwas, was vergleichbar ist mit dem? Nein. Nein, es gibt absolut nichts, was vergleichbar ist mit dieser Gegenwart Gottes. Und nichts bewegt, dass es Gegenwart Gottes machen kann. Und wenn wir heute reden über die Kraft dieser Gegenwart, dann müssen wir uns ganz bewusst sein, was sie bewirkt. Und Gegenwart Gottes ist komplette Reinheit, es ist pure Heiligkeit, pure Liebe, pure Harmonie. Und in der Gegenwart Gottes hat das Böse keinen Platz. Die Gegenwart Gottes ist die Quelle vom Leben. Gott ist die Quelle vom Leben. Dort erlebt man Befreiung. Das heisst ja, dort wo der Geist vom Herrn ist, dort ist Freiheit. Und es gibt niemanden wie Gott. Niemand ist heilig wie Gott, heisst es im 1. Samuel 2,2. Und in der Gegenwart Gottes erleben wir Liebe und Annahme. Wenn es für dich heute nur eine Theorie ist, dann möchte ich dich einfach einladen, das anzunehmen. Die Gegenwart Gottes ist das Schönste, was es gibt auf dieser Welt. Weil wir haben Zugang durch Jesus Christus. Ich sage nachher gerade noch mehr dazu. Ich möchte dich einladen, zum Kommen in die Gegenwart Gottes. Hey, ich habe im Vorfeld von dieser Message habe ich so viele gute Bibelverse gehabt, weil es gibt so viele Argumente pro Gegenwart Gottes. Und vor im Worship habe ich gedacht, hey, ein Bibelvers, einen wichtigen habe ich vergessen. Und der steht im Hebräer 4. 19. Und da heißt, da wie nun, ihr Brüder, Kraft, durch die Kraft des Blutes Jesus, freimütig haben wir Zugang zum Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, heißt das, durch sein Fleisch. Also, wir haben Zugang in die Gegenwart Gottes durch den Sohn Jesus Christus. Durch ihn haben wir Zugang. Und was eben ganz krass ist, in dieser Gegenwart Gottes würden du und ich ohne Jesus gar nicht bestehen, sondern wir würden sterben. Durch den Sündenfall sind wir in die Sünde geboren. Und in dieser Gegenwart Gottes, weil die so heilig ist, so rein, pure Liebe, makellos, würden du und ich sterben. Darum brauchst du das Blut von Jesus. Damit wir bestehen in dieser Gegenwart Gottes. Und wir können jetzt voller Zuversicht, freimütig, durch das Blut von Jesus können wir eintreten und wir haben Zugang in die Gegenwart Gottes.
was die Gegenwart Gottes ebenfalls ist, ist zum Fürchten. Und vielleicht hast du oftmals das Bild, hey, Gott ist Liebe. Ja, Gott ist Liebe. Aber die Bibel sagt auch, Gott ist wie ein verzehrendes Feuer. Er ist ein verzehrendes Feuer. In Sprüchen heisst es, die Furcht vom Herrn ist der Anfang von aller Erkenntnis. Nur Tore verachtet Weisheit und Zucht. Also eigentlich dürfen wir die Gegenwart Gottes ebenfalls fürchten. Wenn wir von etwas Angst haben, und ich sage bewusst Angst und nicht Respekt, sondern Angst, dann ist es die Gegenwart Gottes. Weil Gott, Jesus sagt in Matthäus folgendes, habt keine Angst vor denen, die euch umbringen können. Sie können nur euren Körper töten. Eure Seele ist für sie unerreichbar. Fürchtet allein Gott, der eure Seele in der Hölle vernichten kann. Also Gott kann ein Wort sprechen, und du und ich, wir hätten keine Chance. Wir sind ausgeliefert. Für immer und ewig. Die Gegenwart Gottes ist zu fürchten. Aber es ist nicht eine Furcht, die uns von ihnen wegzieht. Weil das kennen wir von diesen Machthabern von dieser Welt. Wenn sie uns auffordern, sie zu fürchten, dann leben sie oftmals Unterdrückung. Aber Gott fordert uns auf, die Bibel zumindest zu fürchten, um mit uns Intimität zu leben, Beziehung zu leben. Der Bibelvers Sprüche 1,7 kannst du nehmen. Die Furcht vom Herrn ist der Anfang der Intimität mit Gott. Weil was Gott macht, wenn wir uns ihm unterstellen, dann holt er uns rein in seine Beziehung. Das macht Gott. Fürchte mich, aber gleichzeitig kommt er und sagt, hey, und jetzt nenne ich dich Sohn und Tochter. Und ich möchte dich einladen, wenn es darum geht, hey, von was haben wir Angst? Was sollen wir fürchten? Dann muss das Größte sein, was wir fürchten. Es ist nicht irgendwie ein Teufel oder ein Dämon, sondern es ist wirklich Gott. Weil das, was wir fürchten, dem tun wir uns ganz klar unterstellen. Und das Schöne ist, wenn wir uns Gott unterstellen, dann holt er uns in die Beziehung, in die Liebe, in die Freundschaft, in die Intimität mit ihm. Und schau, es ist so wichtig, dass wir wissen, eben, was macht die Gegenwart? Wie ist Gott? Er ist heilig. Und wie sieht er dich und mich in dieser Gegenwart? Was ist unsere Identität in dieser Gegenwart? Im 2. Korinther 3,18 heisst es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in das Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Was du und ich können, wir können ohne Schleier, haben wir Zugang im Geistlichen, in die Gegenwart Gottes. Im Alten Testament lesen wir, dass vor uns Leute, die in die Gegenwart, in die Heiligkeit Gottes eingetreten sind, die sind gestorben, weil Gott so heilig ist. Die haben es gar nicht ausgehalten. Ich habe euch vorher gesagt, ohne Jesus würden wir es nicht aushalten. Aber durch sein Blut können wir eintreten in die Gegenwart Gottes. In Petrus heißt es, sondern wir, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und Gott ist heilig. Gott ist einzigartig. Aber was er macht, er ruft uns in sein Ebenbild, zum heilig sein, zum ihnen ähnlich sein, zum so sein wie Gott. Und das bedeutet, wir können Jesus anschauen. Indem wir Jesus anschauen, können wir uns in sein Ebenbild verwandeln. Ich habe heute sehr viel, das ich einfach zudroppen kann. Aber ich könnte das handeln, das weiss ich. Kolosser 1, 21 bis 22. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde. Und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder in seine zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos hinzustellen. Wir sind einst fern gewesen. Ich habe gesagt, wir sind in die Sünde hineingeboren. Jeder von uns. Niemand hat es ganz bewusst gemacht. Aber jeder war sündig. Und Jesus hat uns hineingeholt, in die Gegenwart Gottes zurückgeholt, damit wir rein sein können und makellos. Und schau jetzt das.
Das ist die Wahrheit. Wir sind sein Ebenbild. Wir sind seine Kinder. Wir sind in dieser Gegenwart. Wir sind rein und makellos. Und was der Teufel immer wieder probiert, uns zu sagen, ist, das stimmt nicht. Du hast doch dort einen Fehler. Du hast doch dort eine Sünde, die du begehst. Hey, du bist so ein Heuchler, jetzt gehst du schon wieder zu Gott. Und was der Teufel probiert, sind uns Lügen reinzusetzen, damit wir das Gefühl haben, wir gehören nicht mehr in die Gegenwart Gottes. Und ich möchte dir zusprechen, du gehörst in die Gegenwart Gottes, weil Jesus einen teuren Preis gezahlt hat und er dich reingeholt hat in die Gegenwart Gottes. Und darum möchte ich dir sagen, lass dir von niemandem sagen, dass du nicht in die Gegenwart Gottes reingehörst. Wenn du etwas mitnimmst, dann ist es das. Du gehörst in die Gegenwart Gottes. In dem hast du vollkommen Platz, weil Jesus den Preis gezahlt hat für dich. Und das ist die Gegenwart Gottes. Das ist die Kraft, die uns zusteht. Gott ist so heilig. Und er nennt dich und mich Freund. Er nimmt uns auf als Söhne und Töchter. Und schau, der Teufel, der Feind und die Dämonen werden uns immer wieder sagen, ja, das stimmt nicht. Und uns immer wieder wollen Lügen in den Weg hineinziehen. Und so ein paar Lügen möchte ich heute Abend so aufdecken, weil ich möchte jetzt so ein bisschen von diesem Teil, von dieser Gegenwart wegkommen, respektive in einen neuen Punkt hineinkommen, wo man so ein bisschen über Dämonen und den Teufel redet. Und eine Lüge, die wir oft glauben, wenn es um Dämonen geht, ist, dass es ein Kampf zwischen Gut und Böse ist. Wenn sich etwas manifestiert, irgendein Dämon oder was uns die Science-Fiction-Filme geben oder sonstige Filme, es ist immer ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und das Bild, das wir haben, ist so ein bisschen, okay, es ist ein übler Battle und jetzt müssen wir dann irgendwie uns dann positionieren beim Bösen und dann irgendwann mal am Schluss Happy End ist, wenn das Böse noch ganz schnell noch gewinnt. Ich möchte euch sagen, biblisch gesehen und im Königreich ist es kein Kampf zwischen Gut und Böse. Das Gute hat schon lange gewonnen. Es ist vollbracht. Es ist kein Battle da. Der Teufel hat es nicht einmal recht, um sich mit Gott zu battlen. Er haut ab von Gott. Und darum ist es kein Kampf zwischen Gut und Böse. Das Gute hat gewonnen, es ist vollbracht. Und was die Dämonen uns probieren zu sagen, oder der Teufel ist, sie probieren sich zu gross machen. Und uns das Gefühl geben, dass sie mächtig sind, dass sie gross sind. Aber wir haben vorher von dieser Gegenwart Gottes geredet. Was ist vergleichbar mit dem, was wir vorher aufgezeichnet haben? Nichts. Es heisst im Jakobus 2,19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du hast recht, das glauben auch die Dämonen und sie zittern von Angst. Also wenn jemand vor Angst zittert vor Gott, dann sind es Dämonen und Teufel. Weißt du wieso? Wie sie wissen, was sie am letzten Tag vom Gericht erwartet. Nämlich die endgültige Vernichtung. Und darum haben sie Angst. Jemand, der Angst hat, produziert Angst. Hast du schon mal das Gegenteil gesehen von Angst? Freudig? Jemand, der so mega freudig ist im Zug etc. Und dich anlächelt, das produziert Freude. Aber die Dämonen haben Angst. Die wissen, was sie erwartet. Darum produzieren sie Angst. Sie kennen das Ende der Geschichte. Und darum ist es kein Kampf zwischen Gut und Böse. Das Gute hat gewonnen. Es ist vollbracht. Jesus sagt im Johannes 16,11, haben wir nicht auf dem Slide, das Gericht bedeutet, der Herrscher dieser Welt ist schon gerichtet. Amen? Der Teufel, der auf dieser Welt herrscht, das Gericht bedeutet, der Herrscher der Welt ist schon gerichtet. Die zweite Lüge, die ich möchte aufdecken, ist, ich bin den Dämonen und dem Teufel unterlegen und ausgestellt. Jesus sagt im Johannes 16, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden. Wir, die zusammen mit ihm eins sind, wir haben die Welt also auch überwunden. Das kannst du so für dich nehmen.
Und was oftmals präsentiert wird in Games, Horrorfilmen, was auch immer, hast du so Fratzen, wo die Menschen, wo sich über den Menschen stellen und die Menschen haben dann immer Angst vor diesen Viechern und sind diesen Viechern unterstellt. Und das ist das, was uns die mediale Welt präsentiert, in Horrorfilmen, in Games, was auch immer, dass die Menschen diesen Viechern unterstellt sind. Aber biblisch gesehen ist das eine totale Lüge und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, hör auf das Zeug zu konsumieren. Das gibt dir nur ein falsches Gottesbild. Wenn du Horrorfilme schaust oder irgendwelche Games gamest, das gibt dir so ein falsches Bild von Dämonen. Dämonen gehören unter unseren Füßen. Jesus hat vollbracht am Kreuz von Golgatha. All das geistliche Zeugs ist Jesus unterstellt. Und das gehört unter seinen Füßen. Gehöre ich ein Amen? Come on, hey. Danke, Jesus. Ich stelle mir aber so Dämonen vor, wie so ein Hündli. Kennst du die Hündli, die kleiner sind als Katzen? Sorry für alle Tierli-Freunde. Ich bin absolut kein Tierli-Freund, das würde ich wahrscheinlich im Paradies sein. Aber kennst du die im Verhältnis zu Jesus? Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Der brüllt einmal und das hörst du kilometerweit. Und jedes Knie wird sich beugen, jede Lippe bekennt. Das ist Jesus. So siehst du auch in der Bibel, wie immer wieder Dämonen auf Jesus reagiert haben. Die geistliche Welt weiss, wer Jesus ist. Sie wissen, wer Gott ist. Sie wissen, was die Gegenwart von Gott ist. Sie wissen das. Und sie zittern vor dem. Habe ich euch den Bibelfest schon gebracht von dem? Ja, das habe ich schon gebracht. Ich bin so geheim. Wie so ein Hündli, habe ich gesagt. Die kleiner sind als Katzen. Aber was ich bei diesen Hündli manchmal hasse, sie machen sich grösser, als sie sind, als das Gefühl, sie sind die Geilsten. Und dann kommt so ein Pitbull daher zu laufen. Und du denkst so, wenn du wüsstest, der Pitbull würde dich auffressen. Und schau, bitte heb kein Horrorfilmbild von diesen Dämonen. Sondern es ist meistens, haben sie so eine Art, so eine bissige Art, eine unangenehme Art, wo sie sich grösser machen, als sie sind. Auch der Teufel macht sich grösser, als er ist. Er herrscht über die Welt. Ja, Gott hat ihm das übergeben. Aber auch er hat sich in der Bibel will er grösser machen, als er ist. Und noch einmal, wir müssen uns bewusst sein, was ist die Gegenwart Gottes? Wer sind wir in dieser Gegenwart Gottes? Und dann können wir auf das reagieren. Und ich möchte heute das Wort Dämonen ein bisschen anders brauchen oder ein neues Wort, das uns helfen soll, das Ganze gut zu einordnen. Du kannst dem Lügengeister sagen. Kennst du so die Lügis, die in der Schule, die immer gelogen haben? Denkst du, irgendwann kannst du sie nicht ernst nehmen. Mach das mit den Dämonen. Das sind so Lügengeister. Die wollen dir immer etwas in den Kopf setzen, das nicht stimmt. Wo eine Lüge ist und nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wir sind Kind von Gott. Wir gehören zu Jesus. Wir sind berufen, das Kreuz anzunehmen und in dieser Heiligkeit uns zu bewegen. Lass dich nicht von diesen Lügengeistern beirren. Manipulationsgeistli. Räubergeistli. Und ich möchte uns jetzt schnell reinnehmen, in was haben sie Anrecht? Weil irgendeine Funktion haben sie auch und sie haben Anrecht. Also, was ist ein Dämon? Das ist ein gefallener Engel. Der Teufel war ein Erzengel, lesen wir in der Bibel. Zusammen mit dem Michael und mit dem Gabriel, das sind drei Erzengel und der Teufel hat sich über Gott stellen, hat sich grösser gemacht, als er ist. Und Gott hat ihn auf die Erde geschickt, wie ein Blitz ist er gefallen. Und indem er auf die Erde gefallen ist, hat er ein Drittel von diesen Engeln hat er mitgezogen und das sind jetzt gefallene Engel, das sind jetzt Dämonen. Und was hat Gott am Teufel gegeben? Das einzige Recht, das Gott am Teufel gegeben hat, ist, er darf Staub fressen. Was er darf, ist Staub. Und was ist der Staub in der Bibel? Das ist Sünde. Das sind oftmals Bereiche, wo Sünde bleibt, wo Sünde ist. Vielleicht hast du auch mal dein Zimmer aufgeräumt, wenn sie es mal nicht macht. Staub kommt nicht einfach so schnell, oder? Wenn man nicht anschaut, kommt Staub. Sondern Staub lagert sich langsam ein. Und ich möchte noch ein anderes Bild brauchen, und zwar das Bild von Ratten-Müll-Prinzip. Die Dämonen kommen manchmal wie so Ratten. Und sie kommen dort, wo es Müll hat. Dort,
wo das Müll bleibt und das Müll nicht aufgeräumt ist. Das heisst mit anderen Worten, wenn du eine Sünde begehst, dann kommt noch nicht gerade ein Dämon hinter der Tür führen und kommt in dein Leben und bellt ein bisschen. Sondern oftmals, wenn ein Bereich, ein Lebensstil von uns sich etabliert, wo Gott eigentlich gar nicht mit dem Lebensstil will wissen und zu tun hat, ich sage jetzt einen sündigen Lebensstil, dann können sie sich dort anhängen. Und dann werden sie dort probieren, in dem Staub zu bleiben. Und unsere Aufgabe ist dann einfach können in die Heiligkeit, in die Gegenwart Gottes kommen. Da hast du wieder die Gegenwart Gottes. Und einfach sagen, Jesus, da bin ich. Ich gebe dir jeden Lebensbereich von mir. Und dann kann es passieren, dass sie stillschweigend gehen. Ich habe das Gefühl, dass jede Woche in der Kirche einfach Sachen, die sich an uns angehängt haben, so kleine Hündchen, stillschweigend gehen. Aber dann kann es auch passieren, dass gewisse Sachen schon länger drin sind und sagen, ich will aber in dem Staub bleiben. Du darfst nicht aufräumen. Sicher darfst du aufräumen. Das ist dein Körper, das ist dein Leib, das ist deine Seele. Du darfst aufräumen. Und dann probieren sie sich gross machen und laut zu werden. Und dann ist so unsere Aufgabe, einfach im Gebet das wegzuweisen. Sind ihr mit mir? Genau, Jakobus 4, 17. Oder nein, Wort, den bringe ich nachher. Ich schaue, ich habe den roten Faden verloren. Aber den finde ich. Genau. Lebensbereiche. Und schau, wir haben vorhin gelesen, wir sollen heilig sein, weil Gott heilig ist. Das ist eine Einladung. Das ist eine Einladung, um uns dort innen zu bewegen. Ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst von einem Strassenkind, das plötzlich angenommen worden ist in ein adeliges Leben, in einem Königshof. Und seine Identität ist jetzt königlich. Königlich. Aber doch das Verhalten und gewisse Muster sind immer noch strassenkindmässig. Und darum ist es unsere Aufgabe, wenn wir Jesus eingeladen haben, er spricht uns zu, dass wir rein, makellos gerecht sind. Aber unsere Aufgabe ist, anfangen zu lernen, zu leben, was es sich heisst für ein Königskind. Was es bedeutet, sich so zu bewegen wie Jesus. Weil sonst leben wir immer zwischen zwei Welten. Sonst sind wir angenommen, aber wir haben immer noch irgendwo durch etwas Sündiges, etwas von der alten Natur, wo wir mitschleichen. Aber das Schöne ist, Jesus traut uns zu, zusammen mit dem Heiligen Geist auf dem Weg von der Veränderung, von der Erneuerung zu gehen. Und ich möchte dir einfach Mut machen, wenn du irgendwelche Lebensstile, Lebensbereiche hast, wo du einfach merkst, hey, ich gehe immer wieder in die Sünde, dann möchte ich dich ermutigen, räum auf. Mach deine Tür auf, lass Jesus rein. Jesus ist der Erste, der mit dir zusammen aufräumt. Und er liebt es. Er kommt rein. Und ich habe es geliebt, wie Livia letzte Woche erzählt hat, dass das Zeug rauswählen. Der Hund hat bellt. Aber Jesus war da gewesen, komplett, mega nah. Und sie hat Freiheit erlebt. Und ich möchte dich ermutigen, wie Woche für Woche den Weg von dieser Freiheit zu gehen. Weil das steht uns zu. Ich habe 3 Punkte mitgenommen. Das eine ist, dusche am Kreuz. Lass uns ein Leben leben, wo wir immer wieder Sachen am Kreuz ablegen und Neues empfangen. Ablegen und Neues empfangen. Vielleicht gehst du immer wieder ins Gleiche rein. Leg es ab und sag Jesus, es tut mir so leid, dass ich dort geflucht habe. Es tut mir so leid, dass ich dort gesündigt habe. Aber ich empfange deinen Willen. Ich empfange, wer ich bin in dir. Und der Teufel wird dir immer wieder sagen, hey, also jetzt ist es langsam heuchlerisch. Du machst es jede Woche. Und dann kannst du sagen, ja logisch, weil ich weiss, dass mir zusteht. Mir steht das Neue zu, was ich empfangen darf bei Jesus. Oder vielleicht hast du dich schon taufen lassen, wenn noch nicht, möchte ich dir aufs Herz legen. Lass dich taufen, wenn du Jesus angenommen hast in deinem Leben. Was ich immer wieder mache, ist, wenn gewisse Sachen an der Tür klopfen, dann sage ich, Jesus, ich danke dir, bin ich eine neue Natur. Lebe ich in dieser Gegenwart mit dir und ist das Alte in dem Becken, wo ich mich taufen lassen habe, gestorben. Ich muss es gar nicht mehr vorholen.
Es ist dort vergraben. Und ich möchte dich einladen, den Tausch am Kreuz immer wieder machen, das Alte ablegen, Neues empfangen. Und Gott ist nicht hässlich, oder? Er findet es so komisch. Wenn meine Tochter immer wieder zu mir kommt, immer wieder die gleiche Seich macht und zu mir kommt, denke ich, hey, zum Glück kommst du zu mir. Es ist das Schönste, dass du zu mir kommst. Weil bei mir bist du geborgen. Und so ist unser Gott. Im 1. Johannes 4,4 heißt: Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, grösser ist als der, der in der Welt ist. Der in dir ist, ist grösser als der in der Welt ist. Der ist grösser. Und darum bist du bewusst, wenn du auch immer zu dem Kreuz kommst, darfst du wissen, Jesus, der in mir lebt, ist grösser. Da ist niemand in dir, der grösser ist. Das Zweite ist, erster Tausch am Kreuz, das Zweite ist, mach Jesus grösser und fang an Gott zu fürchten. Mag sein, dass du im Alltag bist und du merkst, es ist eine Situation da, die dir Angst macht. Dann möchte ich dich einladen, mach Jesus grösser. Oh, wie habe ich so viel mal einfach Worship-Blut laufen lassen, wo ich Angst hatte. Ich bin wirklich, meine Schwester hat mir Schisshass gesagt, das war meine Identität in meinem alten Leben. Ich habe wirklich bei allem Schiss gehabt. Es hat hinter mir etwas klopfen und ich bin wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, mich kommt weiss nicht was an. Aber ich habe Jesus angefangen, grösser zu machen. Mach Jesus grösser. Fang an worshipen, fang an beten. Weil Jesus ist grösser, das ist die Realität. Und darum müssen wir wissen, dass uns das zusteht. Und einfach in das hineinkommt. Mach Jesus grösser. Und das Dritte ist, ändere deine Gewohnheiten. Lorenzo, darfst du raufkommen. Ändere deine Gewohnheiten. Und ich liebe es, dass in der Bibel steht, wir haben den Geist Gottes bekommen, das Verändern zu denken. Manchmal haben wir das Gefühl, es ist uns nur der Geist gegeben, aber er hilft uns, unser Denken zu verändern. Er hilft uns, unsere Gewohnheiten zu verändern. Vielleicht merkst du jedes Mal, wenn du müde bist, gehst du ins Gleiche rein. Jedes Mal, wenn du unter Druck bist. Jedes Mal, wenn du dich einsam fühlst. Und dort gibt es vielleicht Muster, die sich einschleichen, die sich in einen Lebensstil verwandeln. Und ich möchte dich einladen, mit dem Heiligen Geist auf die Reise zu gehen. Und wenn du merkst, hey, du kommst jetzt von der Schule heim und du bist müde, dass er dir hilft, die neuen Gewohnheiten anzutrainieren. Ich möchte dich heute Abend einladen, auf Jesus zu schauen. Weil das ist eigentlich wie das, was wir machen können. Die letzten paar Wochen, wo sich irgendetwas manifestiert hat, wir haben es ja gesucht. Ich suche es auch nicht. Was ich suche, ist Jesus. Wo ich mich anbewege, ist in seine Gegenwart. Sie, rundum bei ihm. Jesus war so im Einklang mit dem Vater. Jesus war einfach. Ist er in die Dörfer hineingelaufen, dann hat er etwas angefangen zu schreien. Dann dachte ich, okay, raus mit dir. Und da steht uns zu, als Nachfolger von Jesus, dass wir anfangen, in dieser Gegenwart zu sein. Weißt du, und dann muss sich wie nicht etwas aus dir rausbewegen, sondern es geht auch stillschweigend. Weil es einfach merkt, es hat gar keinen Raum mehr. Es hat gar keinen Platz mehr. Ich möchte dich wirklich einladen, zu kommen, voller Zuversicht, Tag für Tag zu verweilen wie Jesus. Wir sind seine Nachfolger, wir sind seine Jünger. Er traut es uns zu. Er traut es mir und dir zu, dass wir ihn nachfolgen können. Mag sein, dass der Feind real ist. Dass alles geistlich ist. Dass du mal gewisse Sachen abgehst. Ich bin im Siegerteam. Der Löwe vom Stamm Juda wohnt in mir. Friends, stell dir das mal vor. Der Löwe vom Stamm Juda wohnt in dir. Das sagt dir vielleicht nicht, der Löwe vom Stamm Juda. Aber sag das mal in der unsichtbaren Welt. Hey, die haut ab. Wie der Löwe vom Stamm Juda ist die höchste Instanz, die es gibt. Das ist Jesus Christus höchstpersönlich. Das ist der, der eines Tages wird Gericht haben über alle Lügengeister, über alle Manipulationsgeister. Und da spreche ich dir zu. Gott lebt in dir. Ich habe aufgehört, Angst zu haben, weil ich einfach mir bewusst mache, was passiert in dieser Gegenwart. Was für eine Kraft ist in mir,
Und in dem Sinne kann ich mich anfangen zu bewegen in Richtung Heiligkeit. Und wenn immer wieder Sünde anklopft, vielleicht ist sie reintreten, dann kann ich wie sagen, und Jesus, ich lege das ab an deinem Kreuz, ich empfange Neues. Das ist der Weg von der Buße, das ist der Weg vom Tausch am Kreuz. Das ist völlig legitim im Glauben. Das dürfen wir. Und ich möchte dich einfach einladen, euch heute Abend ganze Sachen mit Gott machen. Steh doch auf mit mir. Jesus, danke, wenn wir keine Angst haben, weil deine Gegenwart treibt alle Angst weg. Und lehr uns, dich zu fürchten, mehr als alles andere. Weil du Schöpfer Gott, du bist der Anfang und du bist das Ende. Es gibt nichts auf Augenhöhe mit dir. Auch nichts, wo kaum nach dir kommt. Sondern die Bibel sagt, jedes Knie wird sich beugen, jede Lippe wird bekennen. Du allein bist Herr. Jesus Christus ist Herr. Danke, Jesus, dass du in uns lebst. Komplett. Komplett in uns lebst. So für drei Gruppen von Leuten beten. Die erste Gruppe ist, wenn du das Ganze in dir Respekt oder Angst auslöst. Ich möchte beten, dass die Gegenwart Gottes einfach kommt. Und Gott dich tagtäglich lehrt, wer er ist. In seiner Macht und Majestät. Wenn du das bist, dann kannst du mit mir mitbeten. Jesus, da bin ich. Ich lade dich ein. In mein Leben. Danke für das kostbare Blut von deinem Sohn, Jesus Christus. Danke, hast du dir alle Macht gegeben, im Himmel so auf Erden. Danke, darf ich in deine Gegenwart kommen, in deine Gemeinschaft und dort drin verweilen. Erleben. In deinem Namen. In deinem Sinn. Ich möchte jetzt für all die beten, die Gewohnheiten sich angeeignet haben. Dass der Heilige Geist sich einfach lehrt, können loszulassen, können etwas Neues aneignen. Heilige Geist, hilf mir. Hilf mir. Du kennst die Situationen, wenn ich müde bin, wenn ich frustriert bin, wenn ich unter Druck bin, wenn ich einsam bin. Du kennst meine Verhaltensmuster. Und ich lade dich ein, in meine Wohnung zu kommen, mir zu helfen, aufzuräumen. Ich lade dich ein, zu mir helfen, auch neue Gewohnheiten mir anzugewöhnen. Lehr mich, was es heisst, so zu laufen wie du, wie Jesus Christus. Die dritte Person ist, ich möchte beten, dass wir anfangen zu lernen, Gott zu fürchten. Ihm die Furcht zu geben, die ihm gehört, die ihm gebührt. Mach es doch so, wenn du das bist, dann darfst du mir auf die Knie gehen. Und du möchtest lernen, Gott zu fürchten. Mehr als alles andere. Über alles im Himmel und auf dieser Welt.
zu einem Leid hat, wo ich mehr Angst hatte über Weltliches, Menschliches. Herr, lehr mich, dich zu fürchten. Lehr mich, dich zu fürchten. Danke, Jesus, dass es mich nicht abstoßt von dir, sondern dass es mich führt in die Intimität mit dir, in die Gemeinschaft. Vater. Danke, zieh jetzt mich in deine Intimität, in die Gemeinschaft mit dir. Hey, lass uns reingehen in Worship, unseren König Jesus anbeten. Und wenn du magst, hinnehmen noch das Gebetsteam. Wenn du wie merkst, hey, es gibt irgendetwas, wo du noch möchtest beten, möchtest ablegen oder einfach Hilfe brauchst im Gebet, komm doch hinterher zum Kreuz, dort sind Männer und Frauen, die dir einfach helfen, in die Gemeinschaft mit dem Vater zu kommen. Lass es ihnen gehen im Worship.
cross you bore so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus.
The government is resting on your shoulders. You are the fire.
das weiter Worship in dieser Gegenwart bleiben, weil das bestätigt, was wir glauben. Ich glaube, die einen sind mega ermutigt heute und ich glaube, bei ein paar Leuten heute, es drückt etwas. Du fühlst dich unsicher, du spürst so eine Schwere und ich möchte dir sagen, geh nicht heim mit dieser Schwere, sondern komm jetzt hinterher, dass Mann und Frau, die für dich beten, wenn du eine Schwere spürst, dann sag, was du spürst. Und wir beten für dich und ich will, dass du heute heimgehst mit Vision, Licht. Und darum komm hinterher, wenn du eine Schwere spürst. Wir wollen jetzt hinten für dich beten. Für alle anderen, lass es Jesus anbeten, lass es weitergehen in die Worship, weil er hat es verdient. Let's go. Thank you.
you can have it all. Here I am, here I am. You can have it all, you can have it all. Here I am, here I am. With all the strength I have, I lay down my life.
nicht, es ist mega schön. Ich spüre einfach, die Gegenwart von Gott ist einfach mega da. Und wenn ihr am Beten seid, hey, betet ruhig weiter. Ich möchte einfach nur sagen, hey, wenn du jetzt irgendwo ein kleines bedrückendes Gefühl hast in der Schulter oder wie merkst du, oh, irgendetwas ist noch nicht ganz gut, geh bitte unbedingt hinterher zum Gebetsteam und bet mit ihnen. Es gibt nichts Schöneres, als können in der Gemeinschaft miteinander und den Christen zusammen einstehen, zusammen beten. Es wirklich auch ohne Scham hinterher laufen, jetzt gerade kein Problem. Also wenn irgendwie noch ein bisschen auch Unwohlsein hast, mach das unbedingt. Wirklich, wir sind füreinander da, wir sind eine Kirche, wir sind eine Gemeinschaft. Ich würde mega gerne noch beten. Gut. Ja, Jesus, ich danke dir einfach, dass du heute Abend einfach so viel gewirkt hast und ich möchte einfach den ganzen Jugendlichen jetzt segnen und unter deinen Schutz stellen, dass du einfach ja, auch mit ihnen mitgehst jetzt in den Alltag. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute Abend in ihre Herzen hineingeredet hast, dass du vielleicht gewisse Sachen auch aufgezeigt hast, und Heiliger Geist, dass du vielleicht gewisse Menschen überführt hast, die vielleicht noch sich Staub in die Ecke eingenistet haben. Und wir sind einfach eine Kirche und eine Gemeinde, die den Staub einfach gerade wieder raushauen wollen und dem kein Anrecht geben in unserem Leben. In Jesu Namen, Amen. Hey, yes, lass es Gott den Applaus. Hey, Fiona hat gesagt, Gott tut so viel, ist an so vielen Punkten in unserem Leben dran. Und mich fasziniert das so und ich bin so beeindruckt und begeistert von unserem Gott. Und ich merke immer wieder, ich will ihm mein ganzes Leben hingeben. Nicht nur ein bisschen, ich möchte den Staub in meinem Leben nicht. Weil ich habe gelernt, dass Staub Spinnen anzieht. Und das habe ich nicht gern, deswegen will ich ihn nicht. Ganz einfach. Und ich merke, wie ich will ihm mein ganzes Leben hingeben. Und für das gehört auch, oder der Bereich Finanzen gehört dort auch dort rein. Und deswegen, wenn du merkst, hey, das ist meine Church, ich will hier eine Veränderung machen, auch mit meinem Geld, nicht nur mit meinem Dasein, mit meinem Investieren, dann darfst du den QR-Code, der da hinten dann eingeblendet sein wird, darfst du scannen und einfach irgendeinen Betrag, der auf deinem Herzen liegt, prüf das mit Gott und du uns den überweisen. Und ich möchte dir einfach sagen, es ist wie immer freiwillig, du musst das überhaupt nicht machen. Aber ich möchte dir einfach Danke sagen für das, was du investiert hast bereits all die Jahre oder für das, was du noch investieren wirst. Ich habe auch noch die Möglichkeit, hinten ist das Abendmahl aufgestellt worden. Das heisst, also wenn ihr wollt, dürft ihr gerne noch hinten vorbeigehen, das Abendmahl nehmen, allein mit euren Freunden, wie ihr wollt. Und einfach, ja, nochmal den Bund sich bewusst sein, was ihr da, was das für ein riesiges Geschenk ist, das wir da eigentlich haben. Und hey, bevor wir jetzt hier in Hangout oder in die Lounge gehen, haben wir, oder beziehungsweise die Youth Band, hat noch eine kleine Überraschung. Und zwar haben sie einen neuen Absong geschrieben. Genau, und ich würde mal sagen, wir hören gerade rein, oder? Yes, genau. Hey, wir wollen Gott einfach Danke sagen für das, was er tut. Jeden Tag und auch heute. Und darum sind wir ready, um einfach Gott nochmal anbeten und feiern, ihm alles zu geben. Yes, danke. Okay, let's go. Every season, you stay the same. A thousand reasons to praise your name. Come on. This is what I believe. You've always been good to me. Every day I see grace for me. I lift you high. Praising, what's not taking me? This is
Und ja, geniessen den Abend und danke Gott für das, was er tut. Da. Ciao zusammen. Thank you.